Mirabellenernte am laufenden Band. Handverlesener Spätburgunder. Königliche Siesta. Modernste Medikamente für alle Welt. Wo das ist? Na, in dieser Stadt, die so gar nicht nach Stadt aussieht. Etwas weiter weg vom Stadtrand steht der Bismarckturm. Wie so manches Denkmal ist er innen hohl. 111 Stufen garantieren leichte Schwindelanwandlungen. Der anstrengende Aufstieg belohnt gleichwohl mit einem Ingelheim-Panorama. In der anderen Richtung blickt man in den Dschungel. Eine Touristenattraktion. Insgesamt 7 muntere Tiger leben hier unter artgerechten Bedingungen auf gut 220 Quadratmetern. Ja, was machst denn du? Peter Schweighardt hat vor rund 20 Jahren sein Faible für die Raubkatzen entdeckt. Er zog sie alle mit der Flasche auf. Sie gehören also zur Familie. Und er kennt ihre speziellen Badegewohnheiten. Sollte sie sich eventuell dem Wasserbecken nähern, wäre besser ein Schritt zurück. Es kann ein bisschen spritzen. Aber vielleicht geht's auch so. Sonnen- und feiertags führt er durch sein Gehege. Der Metzger hat keine Probleme, den Hunger seiner Lieblinge zu stillen. Wie viel Fleisch essen die denn pro Tag? So circa 5 Kilo. Okay. Ohne Knochen. Also mit Knochen sind es 6, 7, manchmal 8. Also aber die Knochen, weiß ich nicht. Komm hier, mach da. Aber netto Fleisch circa 5 Kilo. Mhm. Wir wechseln immer ab, also immer so 2, 3 Tage rennt und ein Tag fährt. Gut, also ab. An heißen Sommerabenden geht der Tiger gerne mal baden. Er hat schon klar gemacht, dass er nichts von lila Schwimmhilfen hält. Die Katzen sind so friedlich und so fotogen. Manchmal reicht's ihnen aber auch einfach mit dem Fotografieren. Ach so, er wollte eigentlich nur spielen. Noch ein bisschen baden und dann geht's in den Stall mit Fußbodenheizung gegen kühle Nächte.